Maul. Na endlich. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Ein Koffer, vielleicht können wir den stibitzen. Finger weg, verdammt. Okay. Wir müssen Dol holen. Gut. Wieder hier unten. Die Uhr, können wir die jetzt mitnehmen? Nee, die ist zu hoch. Da kommen wir nicht ran. Okay, wir haben Organon, können wir nicht einfach vorbeilaufen? Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Yeah, Ninja. Blöd nur, aber vielleicht... Vielleicht... Mein Katapult hatte eine ähnliche Form. Nur, dass Menschen reinpassen. Vielleicht kann man irgendwie... Ah, die Flagge. Mit dem Mob würde die Flagge aussehen wie Klites von hinten. Aber da fehlt noch etwas. Ein Hut? Nein. Außerdem ist die Frisur noch nicht fettig genug. Frisur noch nicht fettig genug. Tja. Hier haben wir noch Öl. Hier haben wir, warte mal kurz. So, Ölklappe, dann haben wir noch hier. Jetzt haben wir eine fettige, ölige Mob. Vielleicht können wir jetzt den öligen Mob kombinieren. Mit dem Mob würde die Flagge aussehen wie Klites von hinten, aber da fehlt noch etwas. Ein Hut? Nein. Welche Mobstange? Welche Mobstange? Auswählen und... Wenn etwas auf die Flagge kommt, dann mein Logo. 5 brennende Feuerwerkskörper und in der Mitte ein Zombie. Ein Kieselstein. Ein Schnörkel. Vielleicht... Wenn etwas auf die Flagge kommt... Vielleicht müssen wir den Mob erst wieder zusammenbasteln. Upsi. Oder auch nicht. Nein, wie wohl das... Und das mit Klitos, hat er gesagt. Klitos. Ein Klitos-Kostüm basteln. Wenn etwas auf die Flagge 5... Ja. Nein, das wird dann doch nur glitschig und eklig. Wie wohl das Kopfkissen von diesem Klitos aussieht. Kopfkissen... Irgendwas, Kopfkissen, wir haben kein Kopfkissen, ja. Wie sollte er ein Kopfkissen haben? Ziegelstein. Wenn ich anfange, meinen Kram mit jedem Steinchen zu benutzen, dann komme ich nie nach Elysium. Oh, das funktioniert. Tödliche Schusswaffe, check. Oh. Eine Zwille. Munition, check. Kombiniert. Zwille mit Kieselstein. Vielleicht können wir damit den Organon-Jeep abschießen. Mit Zwille. So, na komm, Lampe. Ups. Alle Mann auf Gefechtsstation! Ja gut. Nur die Ruhe, Argus. Wir sind hier auf einem Müllplaneten. Mich überrascht eher, dass die Lampe nicht schon viel früher explodiert ist. Genau wie es dieser ganze Planet endlich tun sollte. Und jetzt bitte weitermachen. Und weitermachen. Ist es dunkel? Oh, vielleicht können wir uns ja jetzt
Natürlich. Und nun? Ein Haken. Mit dem Haken können wir es doch jetzt bestimmt... Wenn etwas auf die Flagge kommt, 5 Brennen. Oder... ist ziemlich dunkel hier. Lampenschirm. Und wir haben einen Lampenschirm. Vielleicht... Den Schirm habe ich mir schon geangelt. Es gäbe eine perfekte Perücke mit Kragen. Reicht aber leider noch nicht, um als Cletus durchzugehen. Aha. Zusammen mit dem Lampenschirm sieht die Flagge aus wie der Umhang von diesem Cletus. Fehlt nur noch die schleimige Frisur. Schleimige Frisur haben wir hier. Sein als Cletus-Kostüm. Das wird noch cooler als meine alte Lampenschirmnummer. Da können wir das Cletus-Kostüm jetzt. Ein improvisiertes Cletus-Kostüm. Untersuchen. Ja. Und auf geht's. Diesmal habe ich mich wirklich selbst übertroffen. Großartig. Halt! Wer da? Ich bin es nur, Cletus. Wollten Sie nicht auf der Plattform warten? Ich dachte, ich vertrete mir mal die Füße. Von da oben ist doch alles sehr schwer zu erkennen. Irgendwie gefällt mir Ihre Haltung nicht. Dabei mache ich täglich 2 Sit-Ups. Ich hoffe, Sie haben unsere Vereinbarung nicht vergessen. Niemals. Haben Sie denn die Datasette bereit? Sowas von... Ja. Und? Wo ist sie? Ach, ich schussel. Ich habe sie wohl auf der Plattform liegen lassen. Beeilen Sie sich, Mann. Uns läuft die Zeit davon. Ach, du Schreck. Ja, da kommen wir wohl nicht vorbei. Okay, da kommen wir hier also nicht entlang. Zurück zu Cletus. Vielleicht kann der hier... Cletus. Müssen wir mit dem mal wieder reden. Reden wir also mit Cletus. Was das bringen soll, weiß auch nicht, aber... Ja gut. Wir können uns als ihn kostümieren und mit ihm reden. Die Organons erzählten etwas von einer Backup-Datasette. Das hat dich nicht zu interessieren. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Mehr haben wir nicht vereinbart. Wir schreiben uns also nicht gegenseitig was in unsere Poesiealben. Nur schade. Nein. Ich brauche die Backup-Datasette. Da muss ich dich enttäuschen. Die hilft nicht gegen mangelnde Hirnkapazität. Ich brauche sie trotzdem. Und wozu, wenn ich fragen darf? Goal ist bewusstlos. Was hast du getan? Ist ihr Implantat beschädigt? Keine Sorge, es geht dir gut. Ja, okay, super. Aber das Implantat ist das bestimmt Implantat auch beschädigt. Noch intakt? Glaub schon. Was heißt das, du glaubst? Ohne Goals Implantat werde ich Deponia nie verlassen können. Dann gib mir diese verdammte Datasette, damit ich sie endlich aufwecken kann. Ja, okay, fein. Hier hast du die Datasette. Ja, die Datasette. Das ging aber einfach. Bringst du sie unverzüglich hierher? Ist das klar? Und gnade dir Gott, wenn das Implantat beschädigt ist. Du liebst sie wirklich, oder? Okay, wir haben die Datasette. Na dann. Können wir jetzt wohl durch. Zu Gon. Blink. So, jetzt als Cletus kostümiert. Genial. Und auf geht's. Diesmal habe ich mich... Gut, voran Cletus. Halt! Wer da? Ich bin es nur, Cletus. Und? Was und? Die Datasette. Haben Sie sie gefunden? Na klar. Hier ist sie doch. Keine Panik. Wo? Ich kann kaum was erkennen. Es ist und überhaupt? Was lungern Sie eigentlich so im Schatten herum?
Kommen Sie her, Mann, damit ich Sie sehen kann. Ich mag nicht den Punkt. Aber, Amtmann, seien Sie doch bitte etwas höflicher. Sie vergessen, dass wir alle für dasselbe Ziel arbeiten. Lassen Sie den Botschafter passieren. Je schneller er diesen Rufus und damit die Aufstiegscodes gefunden hat, umso schneller können wir mit unserer Mission fortfahren. Jawohl, Sir. Ich glaube, dass der Herr Botschafter den Ernst der Lage sehr wohl verstanden hat. Er ist sich sicher bewusst, dass er nur diese eine Chance hat, die Aufstiegscodes wieder zu beschaffen. Und dass wir anschließend unsere eigenen Methoden einsetzen werden. Das stimmt doch, Herr Botschafter. Natürlich. Oder? Natürlich. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Das war brenzlig. Ich glaube, ich kann das Kostüm jetzt hier lassen. Ich bezweifle ohnehin, dass Sie nochmal drauf reinfallen. Was? Kostüm gedruckt. Ja, gut. Wie sollen wir dann zurück zur Aufstiegsstation oder Station kommen? Ja, das wird dann knifflig. Na gut. Tech-Methode kein Shop. Was? Was zum... Achtung, ist weg. Sie ist verschwunden. Was war denn hier los? Ob sie von den Organons erwischt wurde? Unsinn, das kann nicht sein. Das hätten sie erwähnt. Aber wer sollte sie sonst verschleppt haben? Ich muss sie unbedingt finden. Und das, bevor dieser Argus es tut. Vielleicht finde ich irgendwelche Spuren. Spuren? Phosphorlache. Leuchten die Lampen den Phosphor. Im Dunkeln hätte ich die Spur nicht mal mit Sonarortung gesehen. Ja. Die Spur. Eine Lampe. Oh. Tatsache. Eine Spur. Cole wurde offenbar in Richtung Ausgang geschleift. Keine Angst, Schätzchen. Rufus Eilzeug. Eine Phosphorspur zeigt uns den Weg. Großartig. Und wo entlang? Aha. Müssen wir da vorne, da oben vielleicht nochmal hier die Spur aktivieren. Eine Phosphorspur. Oh, ja, genau. Auwei. Da wurde aber dolle geschmiert hier. Mit Phosphor. Teil der Phosphorspur. Na komm, Leuchte. Ui, dort lang. Gleich haben wir sie. Oh wei. Oh wei. Da hinein. Ums Eck. Zaunstück. Hinter dem Turm. Au Schreck. Und nun ein neuer Screen. Aber wie? Ein Nadelhaufen. Tja, freie Auswahl. Au, die nicht. Au, ah. Ha, die hier hat Respekt vor mir. Die nehme ich. Hey, das ist gar keine Nadel. Ich habe buchstäblich den Strohhalm im Nadelhaufen gefunden. Großartig. Wird das schon von sich behaupten? Strohhalm im Gras, im Nadelhaufen gefunden. Ja, großartig. Ein Monster muss Goal verschleppt haben. Kein normaler Mensch bekäme das mit bloßen Händen auf. Vielleicht können wir hier... Keine Chance. Ich werde bis zuletzt daran festhalten. Tja. Vielleicht mit dem Haken. Benutzen wir den Haken. Oh, großartig.